So, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Transport Fever, unserer Season 2. So fährten der Stadt, wo Öl. Ach ja, das war ja schon immer so. Zu einer neuen Folge von Transport Fever. In dieser Folge wollen wir gucken, dass wir unsere Produktion der Güter wieder hochgezogen bekommen. Wir haben ja in der letzten Folge festgestellt, dass die Waren, der potenzielle Bedarf in den Keller gegangen ist. Und das wollen wir jetzt wieder ausgleichen. Und zum Ausgleich gehört zusätzlich noch der Ausbau einer Linie bzw. des Bahnhofkopfes. So, dafür halten wir dann auch ab einem gewissen Zeitpunkt die Gleise oder die Gleisstrukturen an. Den Zug ersetzen wir hier nochmal kurz, weil der ist jetzt doch ein bisschen in die Jahre gekommen. Wir wollen ja was Fesches, Modernes drauf haben. Muss ja nicht unbedingt eine Million kosten, aber ja, so 5 Millionen geht das. So, dann hätten wir ja gerne auch wieder Waren dazu. Hängen wir mal 3 Wagen dran. Und vielleicht auch noch einen 4. So, sagen jetzt einmal setzen, 9 Millionen, das kriegen wir hin. Dann können wir damit dann auch entsprechend mehr Güter abfahren. 480, das Potenzial ist wieder aufrecht. So, genau, wir müssten oder sollten die Züge dann hier unten am Bahnhofskopf stoppen. So wie der es schon getan hat. Weil in dem Fall sind nur die Züge auf dem rechten Gleis betroffen. Damit ist es egal, wer auf dem linken fährt. So. Vielleicht reicht das Anhalten auch nur aus. Genau, der sollte noch drüber fahren können und das andere funktioniert auch. Dann bauen wir erstmal den ersten Bahnhofskopf um. Weil das ist ja jetzt gerade wieder so, ja, wir haben uns am Anfang überlegt, das könnte alles funktionieren. Das funktioniert auch soweit. Nur bis zu einem gewissen Punkt. Dieser gewisse Punkt ist halt jetzt doch frühzeitig erreicht. Reißen wir das hier auch noch kurz auf. So. Und dann bauen wir das jetzt hier einfach wirklich straight durch, weil das, was wir jetzt hier haben an Gleisen, und zwar genau in der Form von den Gleisen, soll dann halt unser Durchfahrtsgleis werden, sodass wir hier eigentlich keinerlei Probleme bekommen sollten, dass wir da die ganzen Güter einfach nur durchrouten und fertig. So, genau. Dann könnten wir beispielsweise das hier auch wieder mit dem einen äußeren Gleis verbinden. Beziehungsweise machen wir das dann sogar so. Ich reiß hier kurz mal die ganzen Sachen auf. So, 110. Okay, das ist vielleicht ein bisschen lahm. Ich hätte hier schon ein bisschen was Schnelleres gerne. Ja, 114. Das heißt, die Züge könnten einfach jetzt zack hier rüber und fertig. Da wir dem Zug jetzt aber auch den Rückweg gönnen wollen, machen wir das so. Das heißt, jetzt können die Züge, die hier rausfahren, auch alle rüber und von hier aus darüber. Das ist soweit ganz gut. Dann können wir von hier nach da einen Gleisanschluss legen. Dann haben wir das nämlich auch für die. So. Und dann brauchen wir natürlich die Signale noch. Ausfahrtssignal. Und ne, da reicht ja auch ein Streckensignal, ne? Zack. Streckensignal. So, genau, jetzt haben wir aber allerdings hier das eine Problem.
dass Züge bislang nur in eine Richtung drauf können. So, das tauschen wir auch noch kurz aus. Dass die Züge wieder in beide Richtungen können. So, achso, das ist der Personenzug. Den könnten wir auch mal austauschen dann. Da kümmern wir uns gleich drum. So. Eigentlich wäre es das jetzt hier schon, ne? Wir kommen halt rüber, das ist okay. Nur jetzt kommen wir von rechts noch nicht auf die Spuren. Weil das ist bislang noch so der eine Punkt, wo wir sagen, ist okay. So. Ja. Das sollte jetzt aber auch wirklich reichen. Dass wir hier dann alle Züge von A nach B geschubst bekommen. Und dann bauen wir ach ja, stimmt da. Ha, eine Weiche müssen wir noch machen. Oder sollten wir noch machen? Weil wir fahren ja von hier dann nach links und wir müssen ja nach ganz links. Derzeit haben wir ja hier die Weiche dafür. Das heißt aber, wir fahren derzeit nur von hier, also vom Äußeren, auf das Mittlere. Also auf das Äußerste dann von den vielen. Da wollen wir ja gar nicht hin, sondern wir wollen ja hier dann noch eine Etage rüber. Und das wäre dann ja beispielsweise hier. Wisst ihr? Das heißt, wir könnten dann das ersetzen. Und dann mal kurz schauen, ob wir das nicht sogar nach ganz links kriegen. Und dann hier auch wieder mit der Kreuzungsweiche eine relativ gute Geschwindigkeit rauskriegen. 151, das ist sehr schön. Dann sparen wir uns nämlich hier eine doppelte Weiche und jetzt müssen wir uns hier nur noch einmal den Teil anschauen. Bauen wir nämlich als erstes hier die Weiche rein. Hä? Bauen wir natürlich erst die Weiche da rein. Normalerweise würde die dann gleichmäßig damit drauflaufen. Dann machen wir das kurz nochmal anders. Das sollte ja auch funktionieren so. Zack. Zack. Funktioniert irgendwie immer. Zack. Und dann brauchen wir ein Streckensignal nochmal hier. Und da unten war E1. So, Einbahnverkehr. Einbahnverkehr. Jetzt fehlt natürlich der Übergang hier hinten noch. Dass alle Züge auf dieses Gleis auch kommen. So, und das ist jetzt nämlich schon theoretisch einer der Vorteile. Wir haben ja jetzt hier die Durchfahrtsgleise. Jetzt müssen wir halt nur noch die Züge, die hier nicht drüber fahren, umleiten, dass sie dann darüber fahren. Und das können wir dann gleich machen. Mal jetzt hier aber erstmal wieder Action. Weil irgendwo geht es ja dann auch um Güter. Wir gucken uns das Ganze einfach mal kurz an, was hier zu machen ist. Genau, das wäre dann beispielsweise einer der Züge, den wir dementsprechend umleiten müssten.
Der schnappt sich jetzt hier auch automatisch das Richtige. Das ist schön. Das heißt also, hier hatten wir einfach dann einen Konfigurationsfehler auf gut Deutsch. So, finanztechnisch, du fährst immer noch richtig minus. Und du müsstest dann da auch wahrscheinlich angepasst werden. So, wir haben 480 Bedarf. Okay, das passt. So, welcher Zug fährt jetzt hier noch durch? Der Kunststoffzug. Achso, der hat hier hinten auch sein Signal. Und hier vorne auch. Und der wird ja auch umgeleitet. Das ist schön. Aber dich wollen wir erst da hinten umgesetzt haben. Weil wir ja so dann den zusätzlichen Verkehr vermeiden, indem wir das dann einfach kürzer machen, das Ganze. So. Ja, das meiste wird man halt sehen, sobald die Züge hier durchfahren, ne? So, die sollten sich erstmal auch noch nicht blockieren. Der ist jetzt halt nur wieder der Entscheidende. Wahrscheinlich auch da das Signal. Jawohl. Achso, ja, genau. Das wäre beispielsweise der, den wir jetzt aufgrund dieser Umbaumaßnahme da wirklich schützen. Fahrzeuge, Kesselwagen, neue Kesselwagen und neue normale Wagen und nochmal neue Wagen und neue Loks und noch mehr neue Wagen. Okay, so. Wir wollten aber dann hier den Zug nochmal austauschen durch eine neuere Version und dann auch mit einem mit mehr Wagen, weil wir fahren ja jetzt auch mehr wieder an. Alter, sie haben die viel Zugkraft. Holla, die Waldfee. Hier gab es ja noch ein paar dazwischen. Ja, nehmen wir die DB-Version mit Blau. Achso, der Personenwagen. Ja. 1, 2, 3, 4. Dann haben wir 40, 50, 60. Machen wir 70 noch. So. 7 Wagen, blaue Lok. 7 Wagen, blaue Lok. Kommt der von da hinten drauf? Nein, kommt er nicht. So. Wie kommen da jetzt immer noch Waren hin? Weil eigentlich sollten hier keine Waren mehr hinkommen. Weil ich frag mich ja trotzdem, wie. So, dann kaufen wir erstmal noch Fahrzeuge, um den steigenden Bedarf hier auch gerecht zu werden. Öl. Und dann Treibstoff. Ist die da. So. Dann probieren wir das halt so, irgendwie die Sachen niedrig zu halten. Waren haben wir auch noch alle da. Jetzt ist halt immer noch die Frage, haben wir jetzt irgendeinen Ausreißer hier? Ja, und eine der Sachen, die wir jetzt machen sollten, ist dann erstmal die Weiche rauszunehmen, ist dann hier das Netz zu überarbeiten, wenn wir wissen, dass alle Züge richtig fahren. Und zwar alle über das Durchgangsgleis. Keiner hier durch das Bühnenbahngleis rutscht. Weil so blockieren wir nämlich den Personenverkehr nicht und haben aber gleichzeitig hier die Option, dann viel, viel mehr normale Cargos zu machen. So war Friseur Anbau. Ja, 100, nice.
heißt also, wir könnten versuchen, nochmal einen zweiten Zug auf Friedrichshöhe einzusetzen. In der Hoffnung, dass das dann alles funktioniert. Jetzt ist natürlich die Frage, was hatten wir auf Friedrichshöhe für einen Zug fahren? Damit war das Tauschpunkt. Wo ist unser Holzschlepper? Da. 96 macht er. Das ist ja putzig. So, ja, dann tauschen wir den auch mal durch was Besseres aus. So, kaufen wir mal. Eins. Der hat ja nichts an Zugkraft. Die allerdings schon. Gucken nochmal. 2,9 zu 2,1. Ja, okay. Die ist natürlich ein bisschen stärker. So, nehmen wir eine Doppeltraktion mal. Wir probieren es einfach mal. So. Die konnten nur Holz befördern. So. Ich achte jetzt gerade gar nicht drauf, wie viel da reinpasst. Wie viel Meter hatten wir hier? 320. Ersetzen. Jo. Ich bin dann mal sehr gespannt, wie viel wir da rauskriegen. Achso, hier müssen wir immer noch mal den Bahnhof anschließen ans Bevölkerungsnetz, weil der dürfte fast nur Minus machen. Obwohl es geht. Es geht. Wir haben schon schlimmere Sachen gehabt. Also genau, und hier ist das Problem, fehlendes Holz. Aber das sollte ja mit dem Tausch des Fahrzeugs hier gleich ausgeschlossen werden. Und jetzt haben wir ja eine Zuglänge von... Ich weiß noch gar nicht wie viel. 11, glaube ich, waren das. Wie viele Meter haben wir hier eigentlich im Bahnhof? Auch 320, okay. So, 152 macht der. Da könnte eigentlich noch ein bisschen was drankommen. Wenn ich das gerade so sehe. Ja. Gucken wir einfach noch mal ein bisschen was dran. Das passt dann schon eher. Da machen wir jetzt fast 200. Und dann auch mit einer vernünftigen Lokkonstellation hier. Schönen Schwerlastzug. Und dann gib ihm. Ja, das ist doch. So stellt man sich das doch wunderbar vor. Und dann sollten wir hier auch in Zukunft die Möglichkeit haben: einen neuen Kesselwagen und ein neues Schiff. Und jetzt, der will mich doch verarschen. Jetzt gibt es neue Rugenwagen. Und wieder eine neue Lok. Mann. Tschüss. So, Zug. Jetzt gucken wir nochmal nach, was die Loks können. Okay, die waren schon stärker noch. Aber die neuen Wagen dürften wahrscheinlich mehr haben. 13 zu 8, ja. So, 320 Meter, 323 Meter, nur 3 Meter, das kriegen wir hin. So, von 184 mit 10 Metern mehr oder sowas, steigen wir dann auf. Ich bin gespannt. Vielleicht auf 200? Überleilt haben wir gerade das Problem. Ja, 208, das ist schön. So, wir haben echt überall das Problem, dass hier nicht genügend Waren befördert werden können. Ja. So, Fahrzeugersatz. Addieren wir nochmal ein paar Wagen drauf. Ich muss, glaube ich, den ganzen Zug löschen, um einen Zug oder neue Wagen hinzuzufügen. Genau.
genau, die wollten wir ja haben. Und dann hatten wir die hier. Und die stellen wir nur auf Kunststoff ein. So. Dann probieren wir das jetzt nochmal aus. 250 Meter Länge. So, derzeit haben wir ja Fahrzeuge mit 15. Was passiert mit 24 Millionen? Ah, das wird teuer. Aber das schaffen wir auch noch. So, ja, wir arbeiten uns ja langsam hoch, ne? Ich wollte hier noch ein bisschen mehr machen. So. Achso, das ist der Zug. So, 13 Millionen haben wir. Rein theoretisch könnte jetzt der nächste ab dem Punkt hier hinterherrutschen. Tut er aber nicht. Das heißt also, wir fügen nochmal ein kurzes Gleichstück ein und bauen dann davor. Dafür nochmal ein zusätzliches Signal an, so dass der Zug, der hier oben steht, auch bis hier vorfahren kann, damit wir diesen Engpass vermeiden. Ja, und jetzt stehen beide Kunststoffzüge hintereinander. Ah, es ist ätzend. So, jetzt können wir das Menü wieder ausblenden. Was haben wir denn hier für viele Meldung? Zug 2. So, 8 ist doch jetzt okay. Genau, und 3 ist auch okay. So, jetzt tauschen wir die aus. Fahrzeuge. Von 15 auf 21 Wagen. Das sollte hier auch gleich den Laden füllen. Sobald der Zug leer ist. Ja, das hat natürlich dann schon wieder eine schöne Länge. Diese Backen wieder so einmal nach vorne und ab den hinteren Wagen hat sich das eigentlich, ja, keine Ahnung, gelöst, das Problem. Man schaut sich das an und denkt sich gerade so, ja lol. Genau, und dann der nächste Ausbau, den wir noch gleich machen werden, ist hier. Das richtig aufsplitten, dass wir dann einfach hier sagen, jo, wir schließen direkt an und fertig ist. So, apropos, wir schließen um. Wir machen das hier jetzt auch nochmal, dass wir dann hier einen richtigen Zug drauf bauen. So, zack. Was würde passieren, wenn ich jetzt noch eine Lok hinzufüge? Kommt die nach vorne? Nein. Okay. So, dann machen wir hier das auch farblich richtig. Ah, es sind ja gleich stark die Loks. Ja, das ist natürlich eigentlich cool, dass die hier da sind. Achso, ist der Reisbahn. Ja, die wollen wir noch nicht. Da sind wir ein bisschen dran vorbei an der Zeit. Um 318 Meter. 66 Millionen. Okay, ich sag nichts. Hauptsache, der Kunststoffzug haut hier ordentlich erstmal rein.
Und dann ist gut. Ich hoffe auch, dass der wenigstens nicht zu langsam ist für die Strecke. Weil er muss ja doch schon so ein bisschen Fahrt aufbauen. Ich glaube, das ist zu langsam für die Hauptstrecke. Ja, Mann. Ich will noch eine Lok haben, oder würde gerne noch eine Lok haben. Die wir dann da drauf packen zusätzlich. So. Da hatten wir die grüne, ne? Elf. Ja, das ist irgendwie gerade ein bisschen ätzend. Zack. 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 Vorder setzen. Ach, das kostet auch schon 21 Millionen. Ja, okay, sind auch zwei Loks. Hahaha. Zwei Loks, 10 Millionen. Und das rechnet sich dann halt doch schon. So. Ja, und jetzt wartet der hier auf freie Wege. Das ist so ein teurer Spaß, den wir uns hier gerade gönnen, immer wieder. Achso. Oh Mann, ey. So, fahren wir ein Signal weiter. Dann dürfte der hintere nämlich durchrutschen, der nächste rutscht wieder ein vor. Und jetzt steht hier nämlich unser ganzes Ding. Was eigentlich ja, vermieden werden sollte, aber der Engpass ist dann gerade oben wirklich der Teil. Und da müssen wir einfach gleich ran und sagen, yo, wir bauen das jetzt um. Und leider können wir hier auch keine Prioritäten für die Züge festlegen. Ich hoffe einfach, dass das gerade dann irgendwie funktioniert, dass wir hier dann dementsprechend nach der Reihenfolge gehen. So, ja, wir können das machen, wir können hier das machen. So, jetzt tauschen wir die Züge halt dementsprechend auch noch aus. Dürften hier dieselben Wagenanzahlen sein, nur mit zwei Loks. Ja, und dann kommt halt irgendwann der Ölzug da mal dran. Immer noch ersetzen wollen. So, Waren hat er derzeit auch noch genug. Zack. Ausgebaut, 10 Millionen nochmal die Kasse gespült. Dann zahlen wir jetzt mal das letzte bisschen so Stück für Stück zurück. Weil wir wollen ja keinen Kredit hier haben, sondern wir wollen das ganz ordentlich und sachgemäß hier alles aufbauen. So, der nächste Zug wartet hier schon. Und ich hoffe jetzt, dass der Zug hier wirklich etwas besser rauskommt. Wir gucken mal hier als begleitende Person, der sich so macht. Ja, er fährt auf jeden Fall schon schneller als vorher. Das ist schön. Ja, hier hinten müssten wir wahrscheinlich auch auf die Personenstrecke nochmal einen zweiten Zug normalerweise setzen. Aber das kriegen wir alles hin. So, hier fährt gerade der Personenzug, der andere 71 macht der. Sehr nice. 10 Millionen auch der Zug. Ja, und wenn es jetzt weiter so läuft, können wir irgendwann die hier ersetzen. Weil das ist ja auch noch so ein großer Punkt, den wir irgendwann haben wollen. Einfach nur, weil es sonst einfach nicht machbar ist, ne? Wir wissen, jo, wir haben das, wir haben jenes, wir haben dieses, aber wir kommen halt hier nicht runter. Vom Öl. Weil einfach viel zu viel da ist, ne? So. Hier, guck, der Personenzug kommt ja auch schon, der zweite. So,
mit 91 hier schon unterwegs. War praktisch, dass der hier erst Vorfahrt hat. Dann können die sich nämlich so gegenseitig Platz verschaffen. Der ist jetzt schon bei 100. Das ist auch sehr schön. So, wo ist jetzt hier der Engpass? An welcher Strecke? Friedrichshöhe! Was? Ach, der steht gerade dahinter. Das heißt also, hier bauen wir mal zwei Fahrzeuge zusammen, zwei neue. Ah ja, hier hinten ist ja ein Depot dran. Und glaube, das war ja gerade ein großer Fehler, dass ich den verkaufen will. Haha, nein. Du fährst erstmal weiter und dann erstmal in die andere Richtung. Dann tauschen wir den lieber, weil wenn wir jetzt keinen Transporter drauf haben, ist auch beschissen. Da fehlt uns nämlich Geld. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der 18 und der 19? Außer die Geschwindigkeit. Strange. Das ist strange. Ja, aber bis wir hier auch einen zweiten mit derselben Anzahl an Wagen zusammen haben, das dauert. Aber wir probieren es einfach. So, 10 Wagen hatten wir, ne? Das sind 80 Waren. 80 Waren sind jetzt umgerechnet. Millionen. Also, stopp. Ich hätte die dann gerne umgestellt auf Waren. Bevor er irgendwas anderes hier macht. Was ich natürlich nicht will. 2, 3. Achso. Ich kann sagen, so, huh, ja, aber mal Geld. Das sind jetzt auch 100. Und dann machen wir noch einen Wagen dran. Oder zwei. Damit wir das dann halt auch irgendwie bewerkstelligen können. So, zack, zack. Das heißt, wir haben jetzt 220 Waren als mögliches Ziel hier auf der Linie. Und das ist ja auch ziemlich gut dann. Soweit. So, wie sieht's hier aus? Hier kriegen wir auch fast das komplette Dörfchen mit abgedeckt. Da können wir dann auch in der nächsten Folge einfach mal versuchen, noch ein bisschen weiter abzubauen. Und dann halt wirklich eins der nächsten Ziele ist, die Ölzüge auszutauschen durch ein paar stärkere. So dass wir dann hier auch kein Problem mehr haben sollten. Apropos Problem haben sollten. Fahrzeuge. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann setzen wir die auf die Linie. Setzen wir die auf die Linie Waren Bittico. Weil da stehen ja doch so ein paar Sachen. Dann tauschen wir auch nochmal schnell das Fahrzeug hier aus, sofort. Ja. Dann haben wir das eben auch erledigt. Und hier könnten wir dann mal schauen, dass wir ab hier vielleicht irgendwie eine Autobahn aufmachen, die dann das Ganze hier schon mal so verbindet. Und dann müssen wir einfach mal schauen, inwiefern sich da noch Verbesserungen bieten für uns. Auf jeden Fall eine Verbesserung, die sein muss, sind mehr LKWs fürs Öl. Das können wir kurz auch nochmal kaufen. Und dann warten wir jetzt eigentlich nur noch ab, ne? So, den Kunststoffzug können wir jetzt erschließen. Finanztechnisch ist es jetzt natürlich in der Ecke erstmal hochgegangen. Das ist nur einer der beiden Züge. Ah, ich habe großes Vertrauen in den Zug. Einmal kurz der Überblick über die Finanzen. Das sieht soweit eigentlich auch ganz gut aus. Ja, die haben oben halt noch ein bisschen zu leiden. Die Straßenbahn sind halt auch noch nicht so die besten. Hey, aber das kriegen wir auch noch hin. Und der Brettertransport, der ist auch relativ schlecht geworden vom Budget. Die sind auch beide hintereinander. So.
Ja, super. Ah ja, hier, Bretter ist ja auch gar nicht mehr so viel da. Weil der Zug ja auch nicht richtig hinterherkommt, ne? Potenzial. Potenzial ist 366. Und hier ist Potenzial. 340. Haben wir noch Waren auf Lager? Ja. Wir müssen scheinbar noch ein paar Städte anschließen, die die Waren hier abverlangen. Damit es sich dann wirklich wieder rechnet. Weil derzeit ist es ja so, dass sich das irgendwie nicht rechnet. Und die Züge stehen hier alle auf 7:30, 8:00. Ah, das ist ätzend. Ja, da haben wir uns jetzt eine Falle gebaut. Jetzt ist dieses Signal hier wieder bescheuert. Das bauen wir dann einfach mal da weiter vorne hin. Okay, das kriegen wir irgendwie alles hin. Dann bauen wir einfach in der nächsten Folge hier unten das endlich aus und dann hat sich das auch. In dem Sinne erstmal vielen Dank euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin eine wunderbare Zeit. Bis dann und ciao.